Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute mit etwas Neuem und zwar Wonderbox. Ist gerade erschienen fürs iPad in Apple Arcade. Also falls ihr das Abonnement habt, ladet euch es runter. Ich kann es nur empfehlen und zwar will ich kurz erklären, worum es geht. Für alle, die gerne Toads Treasure Tracker gespielt haben, auf der Switch oder auf dem DS damals, für alle die wäre das was, denn genau um sowas geht's. Rätsel lösen, die Welt drehen, all sowas. Der Clou an diesem Gerät hier allerdings ist, an diesem Spiel ist, dass ihr das Ganze auch selbst bauen könnt. Das heißt, das Ganze ist auch gleichzeitig noch sowas ähnliches wie ein Mario Maker, bloß eben für Toads Treasure Tracker. Und die Grafik ist einfach phänomenal. So, wir gehen mal rein. So, hier sieht man die Hauptbox. Ich habe alles nochmal zurückgestellt, nur für euch, damit wir da mal reingucken können. Ich habe, wie man sieht hier, ich spiele das Ganze mit dem Controller. Ich kann es natürlich auch mit dem auf dem iPad spielen und es läuft auch super angenehm flüssig auf dem iPad. Kann man gar nicht anders sagen. Es läuft wirklich einzigartig und das ist ja auch echt gerade für dieses Gerät komplett optimiert. Ich spiele es am iPad Pro, nur so nebenbei. Jetzt fragen sich wahrscheinlich wieder, warum ist denn da ein fetter linker Balken? Ja, das habe ich gemacht, weil eben das iPad natürlich diesen 4:3 Format hat und 16:9 nicht ganz ist. Ich könnte es natürlich ziehen und blurren im Hintergrund, aber ich mag so eigentlich ganz gerne. Den stört's. Kann man nichts beimachen, ne? So, wir gucken mal kurz hier rein. Wie ihr seht, wir fangen jetzt einfach mit dem Tutorial mal an, damit ihr alles sehen könnt. Ich habe schon durchgespielt, das Tutorial, aber es ist auch nicht so wild. Wir machen es einfach nochmal neu. So, wie man sieht, ist das hier mein Mauspad. Ich spiele mit einem Xbox-Controller. Und man kann hier Kampagne wählen, entdecken, mehr Spieler oder erstellen. Das ist, ich weiß nicht, ich finde es einfach total gut. Es ist auch sehr ausführlich. Also ich kann jetzt natürlich hier auch mit meinem Finger drauf gehen, ne? Das mache ich jetzt mal nicht. Aber ist auch, wir gehen mal hier oben rauf und klicken doch einfach mal unseren Charakter an. Achso, ich muss einmal die Tool-Sachen durchgehen. Kampagnen, Spiele eine Reihe epischer Wonderbox-Abenteuer. Das ist das Witzige, das sind wirklich coole Abenteuer dabei und das wird nachgeliefert. Das heißt, man kann verschiedene, es werden immer mehr Level dazukommen. Das Lustige ist, man kann natürlich auch entdecken, wenn andere Leute Levels gebaut haben. Wie beim Mario Maker kann man dann einfach rumgehen und gucken, die bewerten, für gut befinden und die spielen. Das ist ein bisschen umfangreich auch, ich zeige euch gleich warum. Und wenn ihr die Kampagne weiter durchspielt, bekommt ihr auch immer mehr Sachen, die ihr freischaltet. Also ihr bekommt mehr Sachen für eure Avatare, ihr bekommt mehr Sachen, die ihr in den Welten gestalten könnt. Ich habe schon geguckt, also es gibt schon einige im englischsprachigen Bereich, die das spielen. Ich habe noch nicht gesehen, dass es so viele in Deutschland hier spielen. Geht vielleicht auch gerade unter, ich weiß es nicht. Wir gehen mal durch, passt mal auf. Also, ja, entdecke, finde die Abenteuer natürlich. Mehr Spieler gibt es auch. Ist auch nicht schlecht, habe ich schon probiert. Allerdings waren das nur bis jetzt mit englischen Kameraden. Ist egal, war aber wirklich lustig. Gerade weil man auch verschieden, also wirklich die Spiele wirklich gut gemacht sind. Und die Puzzle, die Rätsel teilweise auch nur zu zweit gelöst werden können. Ja, und natürlich können wir unser Abenteuer erstellen. Heute will ich das ganze Spiel mal vorstellen. Das heißt, wir fangen mit der Kampagne mal an. So, hier oben können wir jetzt aber unseren eigenen Charakter erstellen. Gehen wir mal rauf. Guck mal da. Wähle den Spieler mit dem virtuellen Cursor aus, um zu deiner Hauptbox zu gelangen. Ja. So, wir gehen aber jetzt erstmal hier rauf. Gucken uns ihn an. Wie ihr seht, habe ich noch nicht viel freigeschaltet. Das, weil ich natürlich wieder zurückgestellt habe. Ich bin auch noch Level 1, ich habe schon ein bisschen weitergespielt, aber das macht nichts. Ich könnte natürlich jetzt per Zufallsgenerator sagen, komm, stell mir was zusammen. Wie man sieht, von der Kleidung her haben wir noch nicht viel. Aber es wird ja immer mehr freigeschaltet. Deswegen warten wir mal drauf. Also, wir hauen uns mal besuchen, Hauding aus hier. Ich mag ja Wikinger, deswegen hier so ein grimmiger kleiner Wikinger. Den finde ich super. Den lassen wir. Da ändere ich jetzt auch nicht viel dran. Später können wir noch mehr ändern. Kriegen noch mehr Köpfe, kriegen mehr Klamotten, kriegen mehr Hosen. All das machen wir aber nicht. So, dann gehen wir auf die Kampagne. Ich weiß gar nicht, ob man hier noch irgendwas bei den einstellen kann, von wegen Flüssigkeit. Das Ganze läuft sogar mit 60 Bildern die Sekunde. Also, ne, das ist schon was ordentlich. Aber ne, ich glaube, hier kann man nicht so viel machen. Muss hier zurückgehen? Ja, okay. Gut. Geh auf Kampagne. Ich habe es tatsächlich mit dem Controller nicht gespielt. Bis jetzt immer nur direkt auf dem iPad. Aber wir machen es mal so. Gut. So, Kampagne. Hier siehst du die Kampagne. Bist du bereit, eine Legende zu werden? Wähle eine Kampagne für eine epische Reise durch das Universum von Wonderbox. So, wir fangen mal hier mit der alten Oma an. Geh mal rein. Jetzt kann man noch was durchlesen, ne? Ich gucke gerade, ob ich hier mit dem mehr machen kann. Ach, guck mal, ich kann auch das benutzen. Okay. An einem ganz gewöhnlichen Morgen wird ein Abenteurer darum gebeten, dem Dorf zu helfen. Doch plötzlich findet er sich in einer misslichen Lage wieder. Jetzt muss der Abenteurer in der Zivilisation zurückfinden, immer flussaufwärts, in der Hoffnung, auf freundliche Gesichter zu stoßen. Doch der nahe Wald könnte eine Überraschung bergen. Und da geht das Abenteuer los. Da können wir nicht rein. Gehen wir hier mal rein. Zack. So. So, erstmal möchte ich euch zeigen, dass das wirklich sehr flüssig ist, das Ganze. Ist sogar noch flüssiger, wenn man es
bewegt mit dem iPad selber. Aber ihr seht, das Ganze ist so ein bisschen Treasure Hunter-mäßig. Ne? Man kann sehen, man kann die ganze Welt so drehen oder so drehen. Ranzoomen, nicht ranzoomen. Ist sehr niedlich gemacht. So, wir können springen. Das können wir auch bis jetzt nur. Wir können aber auch noch Waffen finden. Warum ist denn hier ein Stuhl? Okay, gut. Gehen wir mit meinem kleinen Haut drauf mal hier längs. Das sind diese Türen, wo wir immer in das nächste Gebiet kommen. So, wie man sieht, da steht eine alte Frau. Mit der schnacken wir mal. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich habe Angst um meine Leute. Eine Kobold-Armee ist in unser Land eingefallen. Bitte hilf uns bei der Verteidigung. Okay, das machen wir. Oh, hier ist auch ein freundlicher Zeitgenosse. Hey du! Obacht! Feinde lauern! In der nahen Höhle. Mag sein. Sagen die zu mir. Eines Tages werde ich auch ein Held sein. Schön, dich hier zu sehen. Ja. So ein kleiner Epilog hier. So ein Intro, ne? Gehen wir weiter. Zack. Jetzt kann man sehen, hier kann man schon ein bisschen rumgehen. Man kann natürlich gucken, ob man da schon was findet. Kann man gucken, ist da irgendwas Geheimes drin? Nö. Gehen wir weiter. So. Also hier kann man nicht rausfallen. Man muss nicht Angst haben, dass man hier runterfällt. Das geht nicht. Das ist schon ganz gut. So, diese Eulen. Ich dachte, man kann irgendwas mit den Eulen machen. Die sind einfach nur Zierde. Zack. Oh. So, wir müssen, glaube ich, mal ein Schwert finden. Guck mal, da oben müssen wir vielleicht hoch. Dann lassen wir mal da runtergehen erstmal. Schwupp. Gut. Kämpfen wir uns durch die Höhle. Wie man sieht, können wir noch nicht kämpfen, denn wir haben ja noch gar keine Waffe. Aber da haben wir einen Bogen. Den schnappen wir uns. Gut. Gehen wir wieder durch. Dumm, 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 dumm. Ah, ist so ein bisschen Selbstzielen. Da muss man nicht so viel können haben. Das ist eigentlich auch ganz nett. Denn ab und zu, ja. Also es ist schon netter, mit dem Joystick zu spielen, merke ich gerade. Oh, da kommt noch einer von hinten. Da kommt noch einer von hinten. Ah! Den habe ich gar nicht gesehen. So, die Münzen immer einsammeln, denn zwischendurch, kann ich euch jetzt schon mal verraten, kommen Verkäufer, die Schlüssel verkaufen. Und ohne diese Schlüssel können wir halt auch nicht weiterkommen. So, gehen wir hier rein. So, und dann kommen wir raus. Juhu. Na gut, ja, hier weiter. Ups. Oh nein. Warte. Ui. So. Es ist nicht immer so, dass wir einen Schlüssel brauchen, aber oft ist mir aufgefallen, braucht man einen. Spielen auch, machen auch viele andere. Man soll immer das Herz des Abenteuers finden. Und das findet man meistens immer am Ende des Levels. Und dann hat man es auch geschafft. Ne? So wie man bei Tod zum Beispiel zum Schluss zum Stern muss. Ist das hier halt auch, ne? So, da oben sehen wir das Herz schon. Könnt ihr das auch sehen? Ich meine, schaut euch das mal an. Also, es ist wirklich. Ist doch wirklich niedlich gemacht. Also, ich meine, das ist eine saubere Grafik. Endlich mal weg von diesem Pixelbrei. Was ich kann diese Retro-Pixel-Spiele auch nicht mehr sehen, muss ich zugeben. Ich meine, ich finde sie gut teilweise, aber ich finde, man kann doch auch mal wieder. Mal was Schönes machen. So. Das war's schon. Du hast das Herz des Abenteuers. Genau. Wir spielen noch ein bisschen weiter, bevor ich euch nämlich nochmal andere zeige. Oh, guck mal, jetzt haben wir schon ein Entdeckertorso gefunden. Und man findet pro Level halt immer ein, zwei Sachen so. Rummelig. So, ich spiele mit euch jetzt auch das Intro durch hier, weil das habe ich auch schon so durchgespielt, deswegen kenne ich mich so ein bisschen aus und kann euch ein bisschen rumweisen. Also ich finde es total nie. Man muss mal darauf achten, es gibt so echt ein paar geheime Sachen immer. Die finden wir jetzt wahrscheinlich hier gerade nicht. Sehe ich jetzt nichts. Aber es gibt hier so viele geheime Stellen. Ich sag's nur dazu, also der Mords Gaudi ist eigentlich wirklich Level selber zu bauen. Das machen wir auch noch gleich. Aber erstmal machen wir das hier. So, jetzt fängt es an mit dem ersten Mal mit Rätseln. Denn jetzt kriegen wir wie im guten alten Zelda, bekommen wir gleich so eine Art Enterhaken. Ne? So, wie ihr seht, haben wir ja keinen Bogen mehr, den mussten wir abgeben. Das heißt, hier müssen wir einfach nur ausweichen. Die laufen auch nur in dieser einen Richtung hier, die coolen Raupen oder Larven. Da muss man einfach nur, schnell sein. Und vielleicht beschlüpfen. So. Kurz. Kann ich auch hinten längs gehen? Nee, kann ich nicht. Okay. Kommt her, ihr Biester. Zack. So, da können wir den Enterhaken schon sehen. Da gehen wir einfach hin. Zack, zack. So, jetzt haben wir den Enterhaken. Und mit dem können wir halt relativ cool schießen. Also wir könnten natürlich, wenn wir mehrere Waffen haben, wählen. Jetzt haben wir natürlich nur die. Das heißt, wir können da nicht so viel machen. Aber wir gucken mal, pass auf. So, wie kommen wir jetzt da rüber? Blüpp. Zack. Schon ziemlich cool, oder? Ich meine, das kennt man ja von mehreren Spielen, aber ich finde das schon ganz lässig gemacht. Also das vereint so ein paar coole Sachen. Huh.
Oh, ganz vorsichtig. Zack. Perfekt. So. Seht ihr? Jetzt sind wir schon auf der anderen Seite. Gleich. Warte. Hier runter. Komm, und jetzt sind wir genau da, wo wir wohin waren. Also angefangen haben, sozusagen. Können wir schon reinzoomen. Ups, steht ein Baum im Weg. So. Und das war's auch schon wieder. Ich glaube, hier ist das Herz des... Genau, warten wir kurz, dass es aufgeht. Zack. Ihr seht die kleine Cloud-Wolke da oben, die ausgesperrt ist. Das liegt daran, weil ich gerade nicht online bin. Aber das finde ich jetzt auch nicht so wild, dramatisch. So, neue Stufe. Und was bekommen wir? Ein Raufbold-Kopf. Der hat so eine Grashalme im Mund. Ja. Aus dem verwinkelten Tempel. Gehen wir gleich direkt rein. Ja, kriegen wir wieder unseren Enterhaken. Den brauchen wir wahrscheinlich auch. Ja. Also wie gesagt, man kann es aus jedem Winkel sich angucken, ne? So, genau. Das ist jetzt das erste tricky Ding eigentlich, muss man sagen. Denn hier geht es darum, wenn man mit ihm redet, dann sagt er mir, hallo, willkommen. Ich habe ein ganz besonderes Angebot für dich. 30 Goldmünzen, dafür kriegst du den Schlüssel. So, die sind jetzt alle ganz gut versteckt hier. Wir werden die mal sammeln. Und wie ihr seht, es gibt einige Sachen, die können wir noch nicht machen. Hier können wir aber mal rein. Drehen wir kurz rum hier. Genau, dann kommen wir hier raus. So. Genau, hier können wir noch nicht rüber, denn hier versperren uns ein paar Sachen den Weg. Wo gehen wir hier raus? Ja, das haben wir 7 Münzen. Da fehlt natürlich noch ordentlich was. Kann ich auch mal rein? Klar. So, hier haben wir 4 Münzen. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Bringt uns nichts, da können wir auch nicht durch. Das Truhe, die verbirgt auch so manches Geheimnis. Mal gucken, welchen Weg kann ich jetzt nochmal gehen? Muss man kurz selber überlegen. Habe ich erst heute Nachmittag gespielt und jetzt weiß ich schon nicht mehr. Das kann es doch nicht sein. Wir gehen nochmal hier durch. Und... Ah ja, ich weiß was. Pass auf. Hier ist nämlich auch noch ein kleiner Weg, wenn man da reingeht. Gut. Drehen. Zack. Und nicht runterfallen. Und direkt hier durch. Hello. So, hier sind noch ein paar Münzen. Hier können wir kurz runterhüpfen, um alle Münzen einzusammeln. Das können wir theoretisch, aber noch nicht, brauchen wir noch nicht machen. Können wir gleich noch machen. Denn jetzt gehen wir erstmal hier oben hoch. So. Kurz überlegen. Können wir auf jeden Fall runtergehen einmal. Einsammeln. Bringt uns natürlich jetzt nicht so viel, sehe ich gerade. Denn wenn wir jetzt da runterhüpfen, dann passiert ja nichts. So, gehen wir nochmal hier rein. Jetzt muss ich kurz überlegen, welcher Weg das war. So, da bringt uns das nichts. In den ganzen Kisten sind auch immer Sachen drin. Ja, dann hüpfen wir hier runter. So. Hier ist die Truhe. Machen wir mal auf. Zack, jetzt haben wir das Schwert. Das ist schon mal praktisch. Denn mit dem Schwert können wir natürlich zuhauen. So, wechseln wir einmal das Schwert. Einmal auf Y das Schwert. So. Damn. Jetzt können wir natürlich wesentlich... Wir können natürlich auch das Gras kaputt machen. Wie ein guter alter Zelda-Mania. Aber wir wollen jetzt die anderen Sachen suchen. So. Denkt natürlich immer noch, wir haben nichts. Haben wir auch nicht. Nein. Ja, jetzt haben wir schon... So, uns fehlen ja eigentlich nur noch 2 Münzen. Gucken, ob wir die noch irgendwie herkriegen. Zack. Da gehen wir da oben nochmal längs. Da oben sehe ich auch noch ein paar Münzen. So, hier ist auch noch eine. So, fehlt uns noch eine Münze. Mal kurz überlegen, welchen Weg wir da gehen können. Hier raus. Bummelum, bummelum. Ah, oh nein! Da falle ich nach runter. Blöd. War nicht hier auch noch irgendwas? Dann bin ich jetzt verkehrt gerade. Ne, hier war es nicht. Gut, hier war es, wo wir die... Okay. Müssen wir leider nochmal da durch. Habe ich gerade ein bisschen verhaspelt. Also es fehlt uns echt eine blöde Münze. Aber, das kriegen wir hin. So, gehen wir hier. Hauen hier ein paar kaputt. So, jetzt haben wir die. Wir können natürlich jetzt noch mehr einsammeln, wenn wir wollen. Aber das ist eigentlich ein bisschen quatschig. Denn wir wollen ja... Können als erstes mal die Sachen holen. So, Dankeschön. Den nehmen wir mit. Und jetzt müssen wir ganz nach oben. Denn jetzt können wir ja durch die Tür kommen da oben, ne? So. Ah. Okay, jetzt nicht ein bisschen. So. Jetzt
Problem ist, man kann natürlich nicht an den Seiten rausfallen, aber man kann ja immer hier rausfallen. Und das ist auch so ein bisschen nervig. So. Komm mal. Zack. Ich glaube, wir sammeln die jetzt einfach alle ein. Vielleicht können wir die für irgendwas anderes noch benutzen. Ich glaube, so richtig kaufen können wir nichts. Hier auf jeden Fall noch nicht. Wenn man mal kommt, das weiß ich gar nicht. Habe ich noch nicht gesehen, ob es einen Shop gibt irgendwo nachher. Kann natürlich gut sein, aber mir ist noch keiner aufgefallen. So, hier die Eule weist uns den Weg. Hier auch noch ein paar Münzen. So, jetzt können wir die ganze Tür aufschließen hier. Yes! Jetzt müssen wir relativ schnell zu dem Herz des Abenteuers kommen. Da ist es schon. Oder? Ich weiß nicht, was ihr sagt. Also ich finde es wirklich sehr gelungen, das Spiel, muss ich sagen. Das ist natürlich noch nicht so viel. Es gibt es wird knackiger, ich sag's euch. Also es gibt da so ein paar Sachen, wo ich dachte, heieieiei, das ist schon nicht von schlechten Eltern. So, den Entdeckerkopf haben wir bekommen. Okay. Und ein Kronenhaus. Ein Kelchhaus. Burgaußenbereich. Hauptboxteil, Gasthausschild. Ladenschild. Atmosphäre, Großstadt. Das ist natürlich cool. So, gleich ins nächste Level gehen. Gut. Ich muss zugeben, ich glaube, viel weiter habe ich gar nicht gespielt. Dann bin ich, glaube ich, wirklich in diesen anderen Bereich gegangen. Aber wie man sieht, man kann diese Wetterverhältnisse auch bestimmen. Und das sieht schon ziemlich nice aus hier. Gerade so, wie das Gras hier weht. Und guck dir mal seine Haare an. Das ist schon gut gemacht. Also kann man ja anders sagen. So, hey du. Obacht, Feinde lauern. Ineinander. Na gut. Einige Gegner sind relativ schnell, also auch doch, ich war auch schon im Dorf hier, fällt mir gerade auf. So, hier oben, ich habe noch kein Leben verloren, kann ich also nicht einsammeln, ist eigentlich immer ein bisschen schade. Aber hier muss man aufpassen, gerade aus diesen Türen kommen ab und zu Feinde. So. Guck mal, hier gibt es zwei Wege, gehen wir erstmal in diesen Weg rein. Da ist ein Schild, das wollen wir auch haben, das Schild ist natürlich auch ganz cool. Halt das Schild gedrückt! Okay, guck mal, da können wir es direkt davor halten. Gut für die Abwehr. Na komm her. Machen wir erstmal so platt, oder? Okay, das war noch kein Problem für uns. Oh! Oh nein! Okay, jetzt habe ich ein Leben verloren. Hier ist aber ein Herz, Gott sei Dank. Schnappen wir uns gleich. Oh, die kommen hier alle aus allen Ecken gekrochen, die kleinen Kobolde. Okay. Warte mal, hier gibt es gar keinen Weg gerade, oder? Mal hier durchkommen. Aha. Da müssen wir rein. Ich bin froh, dass du hier bist. Okay. Pass doch draußen auf dich auf. Schön, dich hier zu sehen. Hier riecht's interessant. Ich weiß nicht, ob das Wetter gut wird. Gut, gut. Das machen wir gar nicht. So. Da ist die gute alte Frau. Danke, wie gütig. Ohne deine Hilfe sind wir verloren. Ich bin dir unendlich dankbar. Und wer ist sie? Hey, bitte nimm das als Zeichen unserer Freundschaft an. Herz des Abenteuers? Tja, auch so kann man ein Level wenden. Wupp! Level 5 und Level 6. Entdeckerbeine. Wanderertorso. Froschkopf ist doch cool. Wer hätte gedacht, dass sich ein unbeschwerter Tag zu einer gefährlichen Mission entwickeln und ein gescheidener Abenteurer zum Retter werden könnte? Das Dorf heißt den neuen Helden mit offenen Armen willkommen und alle feiern tagelang. Doch in anderen Teilen des Landes sind die Koboldüberfälle noch lange nicht zu Ende. Am Horizont malt sich eine neue Mission auf. Gut. Also mehr können wir jetzt nicht machen. Können natürlich so zurückgehen, ne? Aber hier geht es zu Ende. Wenn wir halt rausgehen. Kampagne haben wir beendet. Sie waren 4 von 4. Und jetzt können wir hier in den nächsten reingehen. Ich würde mal unseren Typen hier anpassen. Ich finde jetzt zwar ziemlich cool, aber... Warte mal. Das sieht auch schon wieder lässig aus. Ein paar coolere Entdeckerbeine. Obwohl, das ist auch cool, ne? Na, guck mal, ich meine, wie cool ist auch der Froschkopf.
hart über die Zunge. Alles schon. Ich glaube trotzdem noch kurz mal meinen. Er hier muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute das kennen noch von früher. Er sieht so ein bisschen aus wie Guybrush Threepwood. Vielleicht sollte ich ihn so nennen. Ja, wir lassen ihn noch drin. Gut. Mal zurück. Ich glaube, es gibt vielleicht... So, wir können auch eine Kampagne machen. Oder ich zeige euch mal... Nein, wir machen noch ein bisschen Kampagne, kurz. Und dann zeige ich euch danach den Baukasten. Das, ja, ab jetzt kenne ich das auch nicht mehr. Ich habe halt nur den Anfang gespielt. Das Intro sozusagen. Das hier noch nicht. Also, das beschauliche Dorfleben wird je unterbrochen, als eine Koboldarmee über die Felder, Höhlen und Wälder in der Nähe hineinbricht. Ein Abenteuer bricht auf, um die beiden angrenzenden Königreiche um Hilfe zu bitten. Aber die Machthabenden scheinen ihre eigenen Probleme zu haben. Ein Held ist geboren. Das sind wir. So. Hallöchen. Ich bin der Held. So, keine Waffe und nichts. Dafür coole Klamotten. Uhu. Hallo, Dorfleben. Schön, dich hier zu sehen. Es gibt immer noch jede Menge Arbeit zu erledigen. Ja. Leg du mal rum da. Kann ich irgendwas hochheben? Nee, hochheben kann ich nichts, sehe ich gerade. Gut. Hier, was? Entferner. Was für ein wundertoller Tag, ja. Oh, da hat sie bestimmt wieder einen Auftrag für uns. Wir brauchen deine Hilfe. Böse Wesen haben die Felder eingenommen. Wir fühlen uns machtlos. Bitte hilf uns, unser Land zurückzuerobern. Das mache ich gerne. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas zu finden ist. Hier sind ein paar Raufbolde. Ach so, das sind die Leute, die immer gerne Helden sein wollen. Was ist er denn für einer? Guten Tag. Was für ein schöner Tag. Ja, dann gehen wir mal hier rein. So, auf geht's zum Abenteuer. Oh, wer ist sie denn? Hey du, gib acht, Gefahr lauert. Hier entlang. Habe ich noch gar nicht getestet. Kann man den vielleicht auch den Personen selber Texte einfleusen? Das wäre natürlich perfekt. Allerdings glaube ich, denn wenn man das machen könnte, dann würde natürlich das internationale Flöten gehen. Denn die meisten würden ja dann auf Deutsch schreiben und andere auf Englisch. Und na, ich glaube, das funktioniert wahrscheinlich doch nicht. Wäre aber cool. So. Gehen wir hier hoch. Hui. Hui. Okay, da kommen wir nicht hoch. Einfach so. Können wir da rüberspringen? Ich versuch's mal. Zack, bin ich. Und da geht's rein. Achso, ich hab da längst gegangen. Ah, guck mal, das ist eine Kiste. Hallöchen. Ah, Schwert. Super, das Schwert ist schon mal gut. Aber hier müssen wir schon was freimachen. Ah, warte mal, die Kisten vielleicht wegmachen hier. Jetzt haben wir schon mal eine Münze. Noch eine Münze. Geheimgang? Nee. Okay. Ich drehe mal kurz rum, ob hier irgendwas ist noch. Warum so können so ein paar Geheimnisse hier sind? Schaut nicht danach aus. So. Okay, dann müssen wir natürlich. Jetzt können wir da oben längs, ne? Ja, klar. Sehr gut. Können wir hier noch längs? Bäume kann ich nicht abhauen, okay. Oh! So. Hinein. Na, guck mal, da können wir die essen. Die killen wir einfach alle. Ach, können wir nicht nehmen, aber nicht. Links, da links. Ah, okay. Oh nein! Ach, warte, warte, lag da noch ein Leben, das nehmen wir gleich mit. Zack. Eklige Larven. So. Hier durch. Okay, wir sind hier längs. Sehr gut. Perfekt. Okay, das ist jetzt ein bisschen easy gerade. Das ist ja nur so ein bisschen... Muss man gar nicht so viel machen. Oh, da sitzt ein Wanderer. Da ist das. Oh, nee. Ah! Hat mich getroffen, die Sau. Ich habe auch kein Schild, leider. Ich dachte, ich hätte noch ein Schild. Hatte ich nicht. Ja, auch weg. Hui. Ab durchs Feuer. Zack. Oh, warte mal. Was denn hier hinten? Ist ja noch was? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre irgendwie so ein Geheimgang, aber war es gar nicht. Okay. Yes.
Das war jetzt ein bisschen leicht, gebe ich zu. Aber es wird knackiger. Zumindest habe ich bei anderen schon gesehen. So nebenbei. Ein Drachenei. Hohenkönig. Feldkönigin. Eine Burgtreppe. Säule. Geländer. Wie ihr seht, haben wir richtig viele Zutaten für unsere Level. Das ist schon krass. Durch die einstürzende Höhle. Okay. Durch die einstürzende Höhle. Kapitel 2. Noch stürzt ja nichts ein hier. Okay, da komme ich nicht einfach so rein. Müssen wir gucken. Ist das ein anderer Weg? Aber da ist ja nur hier ist ein Weg, ne? Das sieht schon komisch aus. Mal gucken. Ach, jetzt fallen da die Sachen hoch von oben runter, sehe ich gerade. Es gibt verschiedene. Okay, hier entlang. Ja. Ich glaube, ich gehe mal hier rein kurz. Ne, ist nichts. Okay. Wenn der Ton auch ein bisschen dumpf, wenn man im Wasser ist, ist auch witzig gemacht. So. Okay, wir gehen jetzt wahrscheinlich nur die Treppe hoch. Man weiß ja auch nicht, wann das hier einstürzt alles. Hoffentlich lassen uns die Kobolde in Ruhe. Da kann ich nicht rein, okay. Die lassen euch ja anscheinend nicht in Ruhe. Böse Wesen haben die Felder eingenommen. Wir fühlen uns machtlos. Hey du, es gibt ein nützliches Werkzeug. Dort oben. Okay, dann gehen wir da hoch und holen uns das. Wenn es nützlich ist, alles was nützlich ist, nehmen wir mit. Hier riecht es interessant. Ja, okay. Wenn die das sagen, dann wird wahrscheinlich auch irgendwas Interessantes hier sein. Da können wir rein. Okay, dann gehen wir auch da rein. Schwupp. Was hat er? Ich hab's weggedrückt. Warum drücke ich das immer weg? Es gibt immer noch jede Menge Arbeit. Okay. Guten Tag. Was für ein schöner Tag. Du sollst mir sagen, wo das nützliche Werkzeug ist. Ich will mal gucken, ob wir hier noch ein paar Münzen abstauben können. Ein paar haben wir ja. Ach, da hinten kann ich runter, ne? Ach, guck das an. Ach, da, eine Spitzhacke. Damit kann ich bestimmt diesen Weg freihauen. Hier, so wie hier zum Beispiel. Yes. Ah, sehr nützliches Werkzeug, das stimmt. Ah, hier. Okay, das hatte ich noch nicht, das Werkzeug, deswegen... Schon witzig. Ach, hier kann man durchhacken. Oh, die kann man auch damit treffen. Oh, war das gut? Ich muss da irgendwie hochkommen, ne? Okay, da ist ein Dings unter. Gut, dann können wir ja rüberhüpfen. Da durch. Jetzt sind wir hier drüber. Ach, guck mal an. Wie so ein kleiner Minenarbeiter, ne? Ne? Wo ist er denn? Ach da. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das ganze Leben klauen. Okay. Was ist da hinten irgendwas? Nee, da ist nichts. Hui, immer drehen, noch immer fast schwindelig hier. Gut, geht's hier raus. Vielleicht sind da ja auch Münzen unter, das kann natürlich sein. Was sieht denn nicht da noch aus? Alter, bin ich hier. Das hat schon. Der artet ja schon in Arbeit aus. Gott sei Dank macht das ziemlich schnell. Hm? Ach so, jetzt kommen wir wieder zu... Ah ja, okay, jetzt sind wir wieder da am Startpunkt, wo wir gerade eben ja nicht reingekommen sind, wo wir jetzt aber die Spitzhacke für haben. Das stimmt natürlich. Perfekt. Immer alle Blut.
Oh. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wo man längs geht. Nicht, dass sie einfach losrennen. Ach, guck mal, da ist ein... Okay. Mann! Oh, gut, dass er sein Herz verloren hat. Ich hab echt viel verloren. Okay. Hier, oh, das war immer größer hier, ne? Na gut, dann gehen wir mal hier längs. Mai, oh Mai. Okay, da muss man sich wahrscheinlich... Kann man nicht alles weghauen? Denn sonst klappt das nicht. Man muss sich da eine Treppe hochbauen. Weil wenn ich jetzt alles weghau, dann kommen wir da gar nicht mehr rein, ne? Guck mal, sonst wäre... Sonst hätte es nicht geklappt. Hätte ich alle jetzt weggeflankt. Hier. Dreh dich mal. Danke. Da auch. So. Yes! Okay. Hm? Ich hab das Herz des Abenteuers. Abenteuerpunkte 200, Gesamtpunkte 200. Oh, jetzt kriegt man nicht mehr ganz so viele Punkte. Ärger auf dem hohen Turm. Naja, wir gucken uns das alles mal an. So, was haben wir denn? Haben wir unser Schwert? Haben wir auf jeden Fall schon. Das heißt, da vorne können wir reingehen. Okay, dann gehen wir auch da vorne rein. Achso, das ist ja genau da, wo wir aufgehört haben, ne? Fängt ja immer da an, wo wir aufgehört haben. Jetzt müssen wir zum hohen Turm gehen. Jojojo, oh, sie hat uns... Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Ich habe Angst um meine Leute. Eine Kobold-Armee ist in unser Land eingefallen. Bitte hilf uns bei der Verteidigung. Ja, die sagt wahrscheinlich immer das Gleiche. Weil es ja eben auch eines Tages werde ich auch Held sein. Weil es ja auch so ein bisschen so ein Sandbox-Spiel ist, wo man alles selber bauen kann nachher. Und da müssen es wahrscheinlich so vorgegebene Sachen sein, damit das auch wirklich international so ein bisschen funktioniert. Ne? Wenn jetzt jemand ein Level baut, dass der Nächste das auch verstehen kann, dann werden die Sätze wahrscheinlich so einfach übersetzt in der Sprache. Oh, da fehlt ein Schlüssel. Wir haben keinen. Lass mal rum, dann gehen um den Turm. Da gibt es zumindest eine Tür, die betreten wir einfach mal. Okay. Gucken, wo wir den Schlüssel herbekommen, ist auch die Frage. Da komme ich jetzt nicht hoch, ne? Nee, da kommen wir nicht hoch. Hm. Da sind ein paar Stacheln da unten, das ist auch nicht so cool. Gut, also da kommen wir erstmal nicht hin. Warte, geh nochmal rein. Wir drehen nochmal kurz ein bisschen. Kann ja sein, dass wir da irgendwas übersehen. Da oben ist eine Tür, aber da kommen wir ja nicht einfach so hin. Steht auch ein Kobold davor. Okay, nee, dann gehen wir erstmal zurück. Lass mal gucken, ob wir nicht irgendwo was anderes finden, wo wir längst können. Ah, nicht, ich wollte doch nicht wieder reingehen. Du sollst den anderen Weg raus. Dankeschön. So, wir gehen mal hier längs. Hier ist noch eine Tür. Da kann man auch rüberhüpfen, aber da ist nichts, ne? Da unten ist auch nichts. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Okay, jetzt sind wir hier oben. Aber wie ihr seht, komme ich auch da nicht hin. Das heißt, ich kann hier runterjumpen. Bump. Da kann ich nicht durch. Aber ich kann da rüber. Darüber. Okay, jetzt wird es ein bisschen Geschicklichkeitskram hier. Und. Ui! Gut, sind wir hier. Bringt uns das was, ist die Frage. Da konnten wir ja nicht hoch. Okay, gehen wir runter. Da ist was. Was ist das? Ach, das ist das. Okay, das hatte ich schon mal. Das ist ein Fluggerät. Können wir halt so ein bisschen fliegen mit. Können wir nicht super viel hoch mitfliegen, aber immerhin können wir hier längs kommen. Das ist schon mal gut. Können wir rüberjumpen. So. Das brauchen wir auf jeden Fall. Wie ihr seht, kommen wir hier jetzt uns nicht hoch, aber mit dem gar kein Problem. Huch. Da ein Problem. Ach, da muss ich... Nee, warte mal. So. Erst springen und dann das Ding nutzen. Das geht auch. Das ist natürlich cool. Da kommt man natürlich viel höher, denn das ist natürlich lässig. Gucken wir mal. Es ist so krass, wenn ich vergleiche meinen Monitor, den ich habe, der ist wirklich kein schlechter Monitor ist, aber ich sehe gleich durch das iPad-Bild, mein Gott, ist das um Welten besser. Also das Display vom iPad, muss man einfach sagen.
war da eigentlich? So. Gut, jetzt können wir mit dem Gerät, können wir wahrscheinlich hier in der Tür irgendwas lösen. Behaupte ich mal. Genau, da kommen wir auf. Na, gehst du wieder raus. Vielleicht. So, da gehen wir erstmal rüber. Zack. So, den Kohl müssen wir erstmal wegwichten. Keine Chance gegen uns. Oh, der hat nicht mehr Leben als die anderen. Da muss man schon aufpassen. Hätte ich auch wegflattern können eigentlich, ne? Habe ich nicht gemacht. Oh, das wird aber schwierig hier, oder? Mal gucken. Warte. Ah, guck mal, so geht das. Oh, das war ja blöd von mir. Das ist aber der Schlüssel. Nein! Das war ja richtig doof. Ich habe noch ein Leben. Oh, ob ich das hinkriege? Warte. So. So, den Schlüssel nehmen wir mit. Gut, jetzt haben wir schon mal den Schlüssel. Das ist ja schon mal feini fein. Mal wieder raus. Und das Haupttor aufmachen, ne? Dann können wir direkt hier runterjumpen, oder? Dann noch runterfallen und gleich tot bin, weil es zu tief war. So, jetzt machen wir das Hauptschlosstor auf. Aber wir bräuchten gerne noch ein Leben. Das wäre schon ganz nett. Aber wie ihr seht, sind die Möglichkeiten ja wirklich groß. Also ich meine, es fing an mit so simplen Leveln und jetzt wird es schon ein bisschen komplexer. Also es ist schon nett gemacht. Huch, jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier irgendwas sehen kann. Kann ich hier irgendwie reingucken? Na gut, er kommt da hoch. Wenn wir ihn da drin sehen. Dann kann er nur hier rausgehen, okay. Wir brauchen immer ein bisschen Leben. Hm. Cool. Jetzt mal ganz oben. Oh, das war schon ein bisschen aufregender, oder? Nur passen, dass wir nicht sterben jetzt. Ich weiß nämlich nicht, ob wenn man tot geht, ob man alles normal machen muss. Aber leider haben wir das Herz schon, deswegen werden wir nicht mehr sterben. So, mal gucken, was wir bekommen. Punkte auf jeden Fall, aber was bekommen wir vielleicht noch irgendwelche zusätzlichen Sachen? Yes. Katerbeine. Ach, noch nicht so viel. Kleine Kuriositäten. So, pass auf. Bevor wir jetzt weiterspielen, wir machen die Level auf jeden Fall nochmal weiter. Gehen wir mal hier raus. Und ich zeige euch das einmal. Ich glaube, es wird auch eine Let's Play-Reihe hier. Ich werde die ganzen Dinger hier durchspielen, die ganze Welt. Reise des Helden. Aber ich finde, wir sollten uns trotzdem mal den Baukasten angucken. Wir spielen jetzt nachher noch weiter, aber ich werde es dann auch getrennt machen mit den Let's Plays. Ich werde dann den Baukasten immer getrennt machen als Let's Play. Und diese spielen wir so durch. Gucken wir mal rein. So, wir schauen mal. Wir gehen mal hier auf den Entdecken. Ne? Entdecken ist, oh, kann man so reingehen und dann kann man halt sehen, winkliche Auswahl. Ne? Guck mal, da haben sie hier so ein paar neue Level immer. Die kann man sich immer angucken. Dann sieht man auch, wie viele Leute drin gewesen sind. Ne? Ist wie bei Mario Maker mit den Schritten und mit den Herzen. Oder eben hier gibt es eine Top-Auswahl. Kann man halt immer mehr sehen, wenn man will. So. Das wollen wir jetzt aber gar nicht machen. Oh, mein Gott. Ein bisschen niesen. Ist auch ganz nett. So, wir wollen jetzt mal hier in den Erstellerbereich gehen. So. Der ist richtig cool. Fangen wir mal an. Erstellen Abenteuer. Machen wir. So, der Ersteller unterstützt derzeit keine Joystick-Eingabe. Bitte werden die Touch-Eingabe mit diesem Werkzeug. Das machen wir auch. Ist ja kein Problem, hab das Gerät ja hier. So, pass auf. Mit Wonderwax kannst du ganz einfach dein eigenes Abenteuerspiel erstellen. Und es mit allen Spielen aus der Welt teilen. Legen wir los. Guck mal da. Tippe auf zufällig, dann kriegst du eine zufällige Vorlage. Tippe in die Szene, dann kannst du da ein bisschen in der Szene was rumändern. Du kannst natürlich einen Radierer benutzen, einen Farbeimer, um alles auf einmal zu machen. Falls du es anders überlegt hast, kannst du die Aktion auch jederzeit rückgängig machen oder vorspulen, was man so kennt, die typischen Bereiche. Tippe einen Gegenstand im Katalog an und halte ihn gedrückt, um dir seine Beschreibung anzusehen. Um ein Abenteuer abzuschließen, müssen die Spieler ein Herz des Abenteuers erreichen. Du findest es in den Einstellungen Reiter. Stelle sicher, dass du mindestens eins in dein Abenteuer platzierst. Tippe auf ein Haus, um ein Set mit Elementen auszuwählen. So, wir drücken jetzt mal kurz weg hier, ne? So, ich zeige euch das mal. Das ist nämlich wirklich interessant. Denn man drückt hier aufs Haus, dann öffnen sich hier die ganzen Sets.
Jetzt kann man sich ja aussuchen, was man haben will. Will ich lieber diesen Koboldüberfall, so wie was wir gespielt haben, oder eine Burgfehde, also, kann man gucken, Burg, Sengnis Grenzland und Winterfeste. Es werden mehrere Sachen dazukommen, steht unten ja auch schon drauf, mehr in Kürze. Aber ich fände es ganz gut. Wenn man zum Beispiel die Eiswelt nimmt, klickt man auf die Eiswelt, dann seht ihr, dann sind die ganzen Eisbereiche hier. Man kann es aber auch so rausschieben, zeige ich euch mal. Passt mal auf. So. Dann sieht man, dann kann man die ganzen Sachen auf einmal sehen, statt so zu scrollen. Kann man auch, aber ich finde das eigentlich angenehmer. Und man hat ja auch relativ viel Platz. So wie ihr seht hier drinnen, den Bereich kann ich ranzoomen, rauszoomen. Und ich kann natürlich auch das größer machen oder wegradieren. Sagen wir mal, wir wollen... auf. Machen wir kurz hier weg. Also ein Bereich, man kann nicht alles löschen, ein Bereich bleibt immer bestehen. Passt auf. Weil, ja, es muss ja ein Bereich bestehen bleiben, sonst funktioniert es ja nicht. Ist aber kein Problem. Wir wollen jetzt den Boden einfach mal Eis machen. Dann nehmen wir hier Eis. Wie man sieht, ich kann so groß ziehen, wie ich will. Dann ist der Eisboden da. Jetzt kann ich zum Beispiel auch das Ding da oben wegmachen. Jetzt will ich das natürlich, will ich mal die größtmögliche Fläche machen. Wie man sieht, jetzt ist die Begrenzung schon da mit den X. Haut er dazu. Wir machen das hier auch. Man sieht da, ne? Ich kann es aber so weiterbauen. So, da kann man noch was hin. Zack. Und hier oben brauche ich auch mal so. Ich versuche jetzt die größtmögliche Fläche mal zu bauen. Zack. Oh, das war natürlich dumm. Denn wenn man mit einem Punkt schon allein drüber ist, dann macht er das natürlich gleich auf die nächsthöhere Ebene. Das wollen wir ja gar nicht. So. Sagen wir mal, das ist das größtmögliche, was man machen kann. Das ist schon sehr groß. Also so groß würde ich es eigentlich gar nicht machen. Aber wir lassen es einfach mal so. Genau. Jetzt ist es natürlich immer schön, wenn man es ein bisschen dekorieren kann. Wir können natürlich hier so ein paar Eiszapfen da hinsetzen. Keine Ahnung, hier so. Bump, bump. Sieht man natürlich jetzt nicht so gut. Muss ein bisschen ranzoomen, dann seht ihr es besser. Ich kann es auch mal ein bisschen drehen so. Dann sieht man es natürlich noch besser. Genau, das ist ja unsere Welt. Wie gesagt, ist alles frei editierbar. Also man kann da wirklich alles machen. Dann haben wir natürlich Menschen. Wir können jetzt hier ein paar Feinde setzen, wie man sieht. Wir haben hier so eine Ziege, so einen komischen... Was sind das? Soldaten, Eissoldaten, so eine Ziege, eine andere Ziege. Das sind so die typischen Gegner, die es in der Welt gibt. Ihr seid ja nicht beschränkt darauf. Ihr könnt natürlich sagen, ich nehme ein anderes Set, zum Beispiel jetzt das sengende Set. Dann habe ich natürlich andere Gegner, die ich aber auch hier benutzen kann. Also ich kann die überall einsetzen, wie ich will. Das ermöglicht natürlich sehr viele Gegner. Genau, aber wir machen es jetzt so, dass wir wollen, dass unser Held zum Beispiel, ja, hier ist jetzt, wir gehen mal hier rein in die Winterfestung und wir wollen, dass er eine Axt findet. Die legen wir mal hier hin, da, die Super-Axt, die braucht er. Wir gucken, was wir noch brauchen. Das ist das Herz, was er finden soll nachher. Hier kann man noch so ein paar verschiedene Dinge platzieren, die man finden muss, um zum Beispiel irgendwas zu erreichen, eine bestimmte Rätselsache. Genau. So, wir können aber auch... zack. Wir können jetzt aber einfach mal... Wir setzen das Herz... Na, wir wissen ja noch gar nicht, wo wir das Herz hinsetzen sollen. Ist auch Schnuppe. Wir machen erstmal ein paar Gegner. Pass auf. Besser ist natürlich erstmal was zu bauen, ne? Genau, wir bauen einfach mal was. So, wir bauen mal ein bisschen höher bauen hier. Zum Beispiel könnten wir jetzt ein Labyrinth bauen. Das wäre auch nicht schlecht, so. Bumm, eine Mauer. Natürlich zu klein, da muss natürlich ein bisschen höher sein, die Mauer, sonst kann er ja rüberhopsen. So, nochmal kurz drehen hier. Zack, zack, zack. So. Und kann man auch hier noch was hinbauen. Oh, so. Hier nochmal. So. Und in der Mitte nehmen wir die weg. Wenn er einen kleinen Durchgang hat. Ich baue jetzt kein fantastisches Level, das ist einfach nur mal, um zu zeigen, welche Möglichkeiten man hat. So, pass auf, wir stellen auch hier ein paar Bäumchen hin. So zum Beispiel. Hier, was ist das denn da? Du hast gerade an den ersten bearbeiteten Inhalt platziert. Alle Inhalte mit einem gelben Umriss können bearbeitet werden. Guck mal, wenn man jetzt hier länger drauf drückt, nämlich, das kann ich mal zeigen, dann können wir jetzt wählen, in welche Richtung das Ding schießen soll. Natürlich wichtig. Wir lassen ihn so. Das ist gut. Und wir machen noch so ein Ding, und zwar den setzen wir hier hin. Kann ich mal drehen, wenn die Richtung schießt. So. Genau. Dann nehmen wir noch ein paar. Hier so ein paar Eispilze. Die machen wir hier. Soll ein bisschen lebendig aussehen, das Ganze. Hier noch so ein großer Eisblock da. Ein bisschen größer bauen. Sieht auch ganz nett aus immer, ne? Da.
wie gesagt, die könnt ihr natürlich immer, könnt ihr auch aufeinander stapeln, wenn ihr wollt, diese Bäume. Huch, ich kann es rausnehmen. Dann wird es ein bisschen größer so, ne? Wie seht ihr das? Ihr könnt's, ja. Ja, ich glaube, ihr seht das, ne? Wenn man sieht. Guck mal, die sind zwar ein bisschen größer, aber es sieht natürlich ein bisschen blöder aus. Also, warte mal, wo war das? War das nicht so? Genau. Nee, das geht nicht. Entschuldigung. Nee, dann müssen wir es so lassen. Dann geht's doch nicht, hä? Ach nee, das war nicht bei denen, das war bei den anderen Sachen. Gut. Ja, was sollen wir noch haben? Gucken wir doch mal. Wir können ja noch mal hier so ein paar normale Ebenen noch hinbauen. Ja, so. So, warte mal. Schnell hier bauen. So, und dann kann er natürlich hochklettern, dann kann er oben ja was finden, was ich. Wenn er da oben ist, dann kann er hier so ein Buch finden. Bam. Ein güldenes Buch. Ja. Womit er ja auch was anfangen könnte, ne? So, dann haben wir noch. So, das ist der Startpunkt. Wir wollen, dass er anfängt. Zum Beispiel, sagen wir mal, der fängt jetzt hier an. Bam. Da fängt unser Held an. Ich kann jederzeit reingehen in das Spiel und testen, wenn ich unten drauf drücke. Ja, dann seht ihr, da ist mein Männchen. Und dann kann ich auch loslaufen mit ihm. Ne? Du, du, du. So. Genau. Hüpfen, ne? Können wir die Axt noch nehmen hier. Ist auch ganz nett gemacht, dass er da im Schnee wandert, ne? Also stiefelt so. So. Okay, habe ich noch gar nicht rausgefunden, wofür die Seelenwanderer sind. Wie man sieht. Da, also da muss man natürlich aufpassen, dass nicht auf diese Zacken läuft. Das tut ein bisschen weh. Ja, aber man kann da schon los. Jumpen. So, die sind ein bisschen langweilig, sehe ich gerade. Mal auf. Die nehmen wir nochmal weg. Die möchte ich nicht haben. Die finde ich doof. Zack. Und zack. Da brauchen wir irgendwas, was wirklich cooler ist. Na, warte mal. Ja, was zum Schießen habe ich jetzt gerade hier gar nicht. Muss ich mal aus der anderen Welt holen. War das hier? So. Ne, hier war das auch nicht. Das Koboldüberfall. Irgendwo waren so selbst schießende Dinger. Die würde ich ganz gerne haben. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Das ist das Problem. So, gucken wir nochmal hier. Ne, finde ich jetzt nicht. Natürlich ärgerlich. Aber wo war denn das? Irgendwo waren noch diese Schießdinger da. Was die? Weiß es nicht mehr, ich teste mal. Monster-Totem. Ich glaube so. Was ist das Ding? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss noch kurz testen. Eingehen. Ah, natürlich gleich die Dinger gelaufen. Huch. Okay. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Okay, egal. Genau. Aber ihr seht ja schon, was für Möglichkeiten es gibt. Hier ist ein Joystick, den kannst du hinstellen. Kann man auch betätigen als Schalter, den kann man dann verknüpfen sogar. Genau. So, wir gehen nochmal hier in die Winterfestung, weil wir wollen ja das weiterbauen. Genau, jetzt können wir natürlich verschiedene Sachen machen. Wir können natürlich auch sagen, wir möchten das, es muss ja auch irgendwie eine Reaktion, eine Aktion geben. Können wir auch hier mitmachen. Man kriegt natürlich noch viel mehr Sachen nach und nach. Das heißt, wir können jetzt gerade noch nicht alles ausprobieren, denn ich habe ja noch nicht die komplette Ding. Aber wie man sieht, jetzt habe ich in so ein kleines, einen kleinen Atmosphäre reingepackt. Und jetzt kann ich die Schneestärke einstellen. Guck mal, zack, zack. So richtig viel Schnee. Ne? Und dann kann man so verschneite Berge im Hintergrund, grüne Felder im Hintergrund, macht natürlich keinen Sinn. Aber Spukgefilde, so zum Beispiel, sieht ja auch nicht schlecht aus. Guck mal, sieht zum, hat schon was, ne? Genau, aber es gibt verschiedene. Ich glaube, hier ist auch noch irgend so ein Atmosphäre-Ding. Aber ich glaube, wenn wir das eins schon haben, dann können wir kein zweites setzen. Dann muss das nämlich, geht das andere wieder weg. Eishöhle, ne, Burgsaal, da, Kristallhöhle, Burgsaal. Ist natürlich alles möglich. Macht jetzt hier auch keinen Sinn. Klar. Aber man erkennt so ein bisschen die Möglichkeiten. Hier, wenn man darauf geht, dann kann man halt. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Kann man halt den Gegenstand wählen. Zum Beispiel, was da rein soll. Ein Schwert, ein Schlüssel. Kann man alles,
ja, was das Herz begehrt, da reinpacken. Und das ist ja sehr praktisch. Hier zum Beispiel so ein paar mehr Münzen als normal. So. Und wenn er jetzt da rumläuft, zack. Wenn er da rüberlaufen würde, dann würde es halt passieren. Am besten ist natürlich, die Dinger irgendwo reinzusetzen. In eine Kiste oder so, ne? Das macht am meisten Sinn. Können wir mal eine Kiste raussuchen. Kurz gucken. Eigentlich weiß ich gar nicht, wofür das hier ist, muss ich zugeben. Was ist das denn? Das ist einfach nur so eine Blockade wahrscheinlich, die man so nutzen kann, die er nicht sieht. Behaupte ich mal. Gut, hier. Herausgezoomt. Ah, okay. Hier kann man wahrscheinlich auswählen. Was passiert, wenn man darauf geht? Start-Zoom-Einstellung. Herausgezoomt. Das ist natürlich praktisch. Dann sieht man gleich das Ganze oder eben nur die Hälfte. Ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ihr seht selber, ich habe mich damit jetzt noch nicht super viel beschäftigt, aber ich gehe davon aus, dass ich mehr damit machen werde, denn ich finde das total spannend und hoffe, dass ich ein, zwei Levels damit machen kann, die mir auch wirklich gefallen, wo ich richtig Bock drauf habe. Aber wie man sieht, wir finden natürlich mehrere Atmosphären noch, die wir irgendwann auch nutzen können. Wir können natürlich auch immer hier reingehen und da reingehen. Haben natürlich andere Atmosphären hier, wie das zum Beispiel. So, zack. Wäre natürlich die sengende Hitze. Und wenn man die jetzt sich anguckt, dann kann man natürlich sagen, graue Berge im Hintergrund, was man will. Ich finde es ziemlich gelungen, das Ganze. Was ist das denn hier? Spitzen. Ah, okay. Hier gibt es Höhlen noch. Warte mal. Gibt es denn hier noch? Hatten wir ja schon. Kobold, was haben die denn hier für Sachen? Gibt's. Oh, hier. Da ist die Sonne. Ganz klar. Ist auch eine Nacht. Also, ich meine, die Möglichkeiten sind ja schon so ein bisschen unbegrenzt teilweise, muss man sagen. Und ich finde es wirklich cool. So, hier könnt ihr, das war jetzt ein kleiner Überblick. Ich werde mich mit euch noch... Tja. Jedes platzierte Objekt erhöht das Baulimit dieser Box auf unterschiedliche Weise. Okay. Müssen wir jetzt ja auch nicht machen, in die Höhe bauen. Ich wollte es auch nur mal gezeigt haben. Das Level ist natürlich jetzt... Ist natürlich Schrott, gebe ich zu. Aber nur einmal, um zu zeigen, was so möglich ist. Genau. So, hier gibt es ein paar Leute, die man da hinsetzen kann. Sind das alles Gegner? Ich teste mal. Stellen wir mal hin. Das ist der König. Guck mal, jetzt zoomt er ja raus, weil ich das Zoom-Ding noch da habe, ne? Wie erfreulich, jemand in einer tapferen Seele. Die Königskrone wurde gestohlen. Diese heimtückischen Kreaturen. Bitte hilf uns, die Königs... Ja, guck mal. Also, Königskrone, dann kriegen wir einen Schlüssel. Das ist schon mal eine Sache, die man machen könnte. Ist natürlich ganz cool. Haben ja auch richtig viele Sachen. Also hier würde man einen Schlüssel irgendwo hinpacken, dafür kriegt man den. Die Königskrone wird wahrscheinlich das Ding sein. Also wir testen es mal. Wir legen die Königskrone einfach mal da hin. Und dann kriegen wir einen Schlüssel von ihm gleich. Testen wir mal. Zack. Das wird schwierig. Wo kann sie nur sein, die Königskrone? Wir schnappen uns die. Gehen wir zu ihm. Wie erfreulich, jemand tapfere Seele. Die Königskrone wurde gestohlen. Ich hab sie. Erstaunlich, der Helm und Disziplin. Geil, hat er den Schlüssel gleich da hingelegt. So, perfekt für uns. Und dann können wir das nächste Mal irgendwas abschließen. Cool. Ja, das ist echt cool. Gut, das sind so die Sachen. Aber ich glaube, man kann da wirklich viel mitmachen. Okay, genau. Kann man denn, man kann ja alle umrandeten Sachen was mitmachen. Kann ich mit ihm auch was machen? Mission kann ich zum Beispiel auswählen. Er soll eine Karotte finden zum Beispiel. Und die Belohnung wäre dann ein Bogen. Dann kann man ihm noch die Kleidung wechseln. Das ist ja witzig. Okay, viel Kleidung hat er noch nicht. Aber trotzdem witzig. Und das Gesicht kann ich auch wechseln. Ah, guck mal. Und er kann auch eine andere Krone bekommen. Das ist natürlich cool. Guck mal, lassen wir ihn ein bisschen als Baby da stehen gleich. Ja. Aber das ist doch witzig. Schade, es hätte mich noch gefreut, wenn man textlich was ändern könnte. Aber das kann man leider nicht. Das wäre cool, wenn man noch irgendwie sprachlich da irgendwie was ändern könnte. Kommt ja vielleicht auch bei den nächsten Updates. Wer weiß, wer weiß. So. Wenn ihr noch dran seid und euch nicht total gelangweilt habt und mein Gefasel euch nicht ermüdet und ihr trotzdem denkt, mein Gott, der Typ hat von dem Editor ja eigentlich fast gar keine Ahnung, weil er selber gerade alles ausprobiert, das stimmt. Aber ich wollte es euch gezeigt haben und ich glaube, ich beschäftige mich ja, ich glaube nicht, aber ich beschäftige mich ja ein bisschen mehr damit noch und dann wird es, glaube ich, ganz nett. So, wir gehen nochmal kurz raus, gehen nochmal, ja, der Fotomodus, der ist noch ein bisschen, den habe ich auch schon getestet, aber das kann man halt ein Bild von machen und so kann man nachher die Screenshots natürlich auch benutzen, um die Level zu bewerben, ne? Brauchen wir jetzt aber nicht. So, zurück zu meinen Kreationen. Ne, wir gehen mal ganz zurück. Achso, doch, hier. So, und wie man sieht, jetzt sieht man, das haben wir gemacht. Hochladen kann ich es noch nicht, weil diese Kreation ja keinen Anfang und kein Ende hat. Das
heißt, es ist wie beim Mario Maker, es muss natürlich eine Zielführung geben, sonst macht es keinen Sinn. So, wir gehen aber trotzdem mal zurück. Und jetzt gehen wir mal auf Entdecken. Gucken wir uns doch mal, Level von anderen Leuten an. Was heißt denn das da oben die ganze Zeit? Ich bin doch eigentlich online drin. Von daher wundere ich mich gerade, dass ich gar nicht da reinkomme. Ich würde natürlich zustimmen. Wieder verbunden. Ach so, das braucht er. Okay, gut. Lass uns mal gucken. Kategorien mehr. Wir gehen mal auf neueste Uploads und gucken uns die Level mal an. Wonderful Story, Frozen Mission, The Mountain, Jumping on Point. Jumping on Point hört sich ganz schön fies an. Das machen wir mal. Achso. So. Oh, das war der falsche. Ich wollte Jumping on Point haben. Kann ich nicht. Doch, da jetzt. Okay, spielen wir das mal. Testen wir doch mal. Ja, was kann ich wieder mit meinem Joypad spielen, glaube ich. Guck mal. Ja. Hey! Bitte nimm das als Zeichen unserer Freundschaft an. Soll ich ihn bekommen? Ah, okay, ein Schwert. Achso, müssen wir sie rüberhüpfen. Okay. Hüpfen wir sie rüber. Dann geht's hier links. Man sieht, haben schon einige was gemacht hier, ne? Aber wenn ihr Bock habt, schickt mir doch mal eure Level und ich spiele in eure Level. Da hab ich auch Bock drauf. Falls ihr auch Bock habt. So, wir brauchen noch einen Schlüssel, den haben wir noch nicht. Den erkämpfen wir uns jetzt. Wie komme ich denn da hoch? Kann ich da? Ach so. Na, so kannst du auch mal den Weg da hochlaufen. Okay, hier ist Jumping on Point auf jeden Fall zielführend, wie man sieht. Und da kann man rein. Hey, willkommen. Ich habe eine ganze Sonderangebot für dich. Hey, wie viel haben wir? 4. Okay, das sind wir richtig. Okay, das wird schwierig. Auf jeden Fall, um die letzte Münze zu bekommen, wird schwierig. Warte mal. Achso, ich kann auch hier rauf gehen, ne? Boah. Hat er ja aber tricky gemacht. Oh, das ist ja echt fies. Wo ging er eigentlich? Den nehmen wir mit. Okay, der Schlüssel war da oben. Gehen wir nochmal hoch. Da. Was haben wir da jetzt bekommen? Warte. Achso. Kann man durchgehen? Okay. Hab ich gar nicht gesehen, dass eine Tür war. Okay. Ach, will er mich verkackeiern? Muss ich jetzt auf diesen Stämmen noch springen? Alter Schwede, was ist er denn für ein mieser Typ? Oder? Wow. Das kann ja Jahre dauern. Da musst du den ganzen Weg da hochjumpen. Also, ich glaube, bevor man es hochladen kann, muss man es wahrscheinlich auch selber können. Was wir letztes Jahr gemacht haben. Lass mal gucken hier. Boah. Boah, das ist echt. Da komme ich noch nicht hoch. Tatsächlich komme ich da nicht. Ich muss da hinten echt wieder auf die andere Seite. Alter. Heieieiei. Oh, da kann man runterfallen, nur so nebenbei, ne? Oh, okay. Habe ich keinen Bock drauf. Aber ihr seht, was da machbar ist. Und es macht ja schon Spaß. Genau. Das wollte ich euch nochmal gezeigt haben. Hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und wir machen auf jeden Fall noch mehr davon. Und ja, bis dahin. Ciao.